Hallo ihr Lieben, liebe Freunde der kreativen Kirche, hier ist Dieter Falk. Ich bin derzeit in meinem Düsseldorfer Kellerstudio und es ist irgendwie eine merkwürdige, fast surreale Situation. Draußen das schönste Frühlingswetter und unsere Gesellschaft in einer Art Ausnahmezustand. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr abends diese TV-Specials schaut, diese kalten Statistiken, dann bin ich persönlich eher bei Karfreitag als bei Ostern. Wenn nicht dieses eine Wort wäre, Hoffnung. Und ich gebe gerne zu, dass es eine Hoffnung ist, die oft größer ist als mein Verstand, die ich nicht kapieren kann. Wenn da nicht das wäre, was ich in meinem persönlichen 60-jährigen privaten und beruflichen Leben immer wieder als Tankstelle, als Kraftquelle bezeichne. Diese Hoffnung wird gespeist durch diese Kraftquelle da oben, die ich im Gebet anzapfe. Und diese Kraftquelle da oben, die schreie ich auch manchmal an, weil ich nicht kapieren kann, was in uns rum, um uns rum passiert. Trotzdem ist das der Unterschied, der Karfreitag zu Ostern werden lässt. Diese Hoffnung auf einen lebendigen, wiederauferstandenen Christus, die in diesen beiden Liedern, die ich euch gleich spielen möchte, eigentlich so wunderbar ausgedrückt wird. Das erste ist ein Choral, den Bach so fantastisch in der Matthäus-Passion verarbeitet hat. Den musste ich als 13-Jähriger spielen, ohne ganz zu kapieren, was es da inhaltlich für eine Tragweite auf sich hat. Und das zweite ist ein Choral, den Luther zum Choral machte, als er ein Volkslied aus dem 13. Jahrhundert in die Kirche brachte. Christ ist erstanden. Mit diesen beiden Liedern, die Karfreitag zu Ostern werden lassen, wünsche ich euch persönlich alles Gute, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann und können uns umarmen.